essen tut, ist es genau 7 Uhr. Piep, piep, piep. Wir hier sind im Abspülraum. Ist richtig schön warm. Also draußen ist auch nicht ganz so um die 11 Grad. Und hier sind Gaskocher, kann man benutzen. Also richtig top Campingplatz. Wir sind abfahrtbereit. Ja, wir haben jetzt 8 Uhr. Alles ist zusammengepackt. Ja, Nacht war angenehm ruhig, obwohl der Camping hier, also über den Fluss ist die Straße. Aber zwischendurch mal auch das Zelt ist richtig gut. Also 2 Eingänge, 2 Absiden. 80 cm glaube ich ist die Breite von der Abside. Richtig gut, kann ich empfehlen. Sehr bequem gewesen. Sehr bequem gewesen, obwohl ich habe gedacht, also ich werde heute früh irgendwie verstrahlt aufstehen, aber der hat sich schon in den Rahmen gehalten. Wann auch. Ja, okay, also machen wir uns langsam auf den Weg. So, wir haben jetzt kurzen Abstecher gemacht. Also, das ist oberhalb der Campingplatz, so vielleicht 200 Meter. Ja. Hammer, ne? Also, Camping ist da unten rechts. Ja, und über den Pittlach ist die Straße. Wir fahren dann jetzt links Richtung Neuhaus an der Pegnitz. Also die Kurve hier oder die Stelle allgemein erinnert mich an Österreich. Aber wir sind in der Fränkischen Schweiz. Ist auch schön. Links von uns Büttlach. Also in Pottenstein gibt es glaube ich 3 Brauereien. An einer sind wir gerade vorbeigefahren, an der Wagnerbräu. Da gibt es einmal Magerbräu und Hufeisen. Das was wir gestern getrunken haben. Auch alles aus Pottenstein. Also hier rechts ist Sommerrodelbahn Pottenstein. Wahnsinn, so ein kleiner Ort und der bietet so viele Möglichkeiten, also Freizeitmöglichkeiten. Unglaublich. Und es fängt langsam zu nieseln. Ja. Also hier haben wir Teufelshöhle, hier ist der Eingang. So. Musik.
Also im Moment nieselt ein bisschen stärker. Ja, oder hat sich in einer leichtes Regen entwickelt. Aber es geht. Dicht verpackt. Left gold. Ja, im Moment geht es gerade jetzt bergauf. Ja. Ja, vor Viertelstunde haben wir die Regenhosen angezogen und die Stulpen oder ja. Und jetzt muss man wieder ausziehen, weil es hat aufgehört zu regnen. Aber wir müssen sowieso jetzt den leichten Hügel auf und es ist okay, weil da werden wir uns den Wolf schwitzen. So, Bronn haben wir jetzt auch hinter uns. Ja, die nächsten Ziele sind halt Neuhaus an der Pegnitz. Ja. Und es nieselt. Ja, das ist total komisch. Ey. Vorhin haben wir uns ausgezogen, hat es aufgehört und jetzt nieselt es weiter. Ein bisschen nervig, ich habe auch keine Lust, meine Hosen wieder anzuziehen. Ja, man zieht Regenklamotten an, hört's auf. Ja, notfalls, wenn die Hosen sich voll saugen, ziehe ich die aus, ziehe die Unterhosen an, lange Unterhose und ziehe drüber die Hosen an, die Regenhosen. Das ist auch eine Möglichkeit, ja. Ne? Weil kalt ist es nicht. Nee, ja. Kalt ist nicht gar nicht. So, wir überqueren hier die A9. Da hinten müsste die Ausfahrt Betzenstein sein. Richtung Nürnberg. Genau, und da ist Richtung Berlin. Richtung Berlin. Und an dieser Stelle möchten wir auch den Matthias Frisch grüßen. War schön, dich kennenzulernen neulich am Hafen, Nürnberg Hafen. Und vielleicht fahren wir ja doch mal eine Tour zusammen. Muss man mal irgendwie mal was ausmachen. Schlägst ein paar Termine vor und dann schauen wir mal, dass wir zusammenkommen. So, es hat aufgehört zu nieseln. Drüben kommt auch die Sonne raus. Moment. Hier, gerade auf. Gerade auf, ja. Perfekt. Übrigens, wir befinden uns jetzt in der Feldersteiner Forst. Ja, und wir fahren jetzt eine Weile hier durch den Wald. Rauf, runter, rauf, runter. Also Wildgehege, Feldersteiner Forst und hier machen wir kurze Rast, wir müssen was frühstücken. Also hier im Trockenen werden wir jetzt was versperren. Wir machen Brotzeit, sagen wir mal so. Ja. Oh, schön hier. So, nach dem Frühstück geht's weiter. Also hier gibt es Grotten ohne Ende. Bekanntlich, wo es hoch geht, geht es auch irgendwann mal runter. Ne?
Normal. Wir haben jetzt noch 4 Kilometer bis Neuhaus an der Pegnitz. Und da geht es, glaube ich, über den Pegnitz auf dem Grottenradweg. Und im Moment fahren wir Stückle an der Pegnitzradweg. Ja, die paar Kilometer. Neuhaus an der Pegnitz. In 1 Kilometer ist erreicht. Da drüben. Da drüben ist die Kaiserbrauerei. Ist das die Kaiserbrauerei oder ist die weiter hinten? Nein, da hinten, glaube ich. Ah, okay, Richtung Bahnhof. Hier schlängelt sich schön die Pegnitz durchs Tal. Und wir suchen jetzt den Grottenradweg. Der muss irgendwo jetzt ab Neuhaus ausgeschildert sein. Okay, packen wir es mal. Und jetzt geht es wieder mal ordentlich bergauf. Ich weiß jetzt nicht, ob man das erkennen kann, aber vor uns ist der Kaiserbräu. Ja, und irgendwo vorne links haben wir einen Grottenradweg. Sieht man hier, Königstein, Grottensee, Maximilian Grotte, das ist jetzt unsere, die nächsten Kilometer unsere Route. Also hier muss man uns ein wenig bequemer machen, da es jetzt überwiegend drauf geht und die Sonne ist draußen. Es ist richtig schön. Ja, gucken wollen wir mal. Also hier verlassen wir Grottensee, Maximilian Grotte, 1 Kilometer bergauf. Mir kommt vor, als ob wir auf dem Dach unserer Tour wären. Irgendwie scheint es mir so, als ob wir komplett die Landschaft angucken können, wo wir herkommen. Von wo wir herkommen. Von da hinten auf jeden Fall. Da hinten ist Schneidach und Pegnitztal. Ja, da sind wir irgendwo durch den ganzen Feldersteiner Forst. Okay, das gehört auch, glaube ich, zu Feldersteiner Forst. Ja. Ja. Ja, okay. Turm kann man von hier nicht erkennen, es ist zu weit. Obwohl, wir befinden uns gerade auf 494 Höhenmeter, ne? Aber es geht noch weiter rauf. Ja, noch ein paar Meter. Schon schön, ne? Also hier abseits der Wege gibt es auch massig Grotten. Deswegen heißt es auch Grottenradweg. Unser nächstes Ziel Königstein, Grottenradweg. Und das Nummer 1, ja, das sind Pegnitz, Umgebung Radwege, denke ich mal. Ja, aber wo ich hier letztes Mal war, vor 2 Jahren oder so, ja ungefähr, da waren noch alte Schilder. Jetzt haben sie neue Ausschilderung oder neue Schilder dran gemacht. Schön, dass die auch mal an Radfahrer denken. Also langsam habe ich Schnauze voll vom Klettern. Seit Neuhaus klettern wir die ganze Zeit hoch, ungefähr 4 Kilometer. Und kein Ende in Sicht. Ja. Und es nervt total. Aber scheiße. Wurscht. Augen zu und durch. Natürlich. Arschbacken zusammendrücken. Zähne zu beißen. So, jetzt haben wir auch Schild gesehen, Bayerische Eisenstraße, Radweg. Wir befinden uns gerade drauf. Und ein Grottenradweg, also. Ja, genau, kreuz miteinander. Ja, ja, also nie gehört. Da muss man mal im Internet recherchieren. Ist auch nirgendwo verzeichnet. Nicht in Bayern, nicht für Radler und sonst habe ich es auch nie gehört. Ne? Ja, ich auch nicht, erstes Mal jetzt. So, jetzt sind wir raus aus dem Wald und wir haben Asphalt unter die Räder. Läuft gut. Wir befinden uns jetzt in Königstein, ja, Richtung Hirschbach, Eschenfelder, schätze ich mal. Also wir folgen weiter Grottenradweg. Und hier ist es richtig schön im Königstein. Also hier ist wirklich richtig sehr, sehr schön, urig noch. So, Königstein haben wir jetzt auch
hinter uns. Und nächstes Ziel ist Neukirchen beim Sulzbach, Sulzbach-Rosenberg. Ihr Auto kommt. Also hier ist der höchste Punkt der Tour, 564 Höhenmeter. Alle Steigungen haben wir jetzt bewältigt und jetzt geht es leicht bergab Richtung unserem Ziel. So, jetzt sind wir in Neukirchen und wir kommen jetzt auf den Fünf-Flüsse-Radweg. Den folgen wir jetzt bis Hersbruck. 20 Kilometer oder 19,7. Ja. Genau. Und jetzt wird es hoffentlich flach. Schnauze voll. Also das ist ja richtig sportliche Herausforderung. Rauf, runter, rauf, runter. Also hier auf dem Fünf-Flüsse-Radweg im Tal, ne? Rollt einwandfrei. Wir haben jetzt für die Strecke so ungefähr 20, 23 Kilometer. Wie lange haben wir gebraucht? Bestimmt 2 Stunden. 2 Stunden, also ging es länger noch. Vielleicht 2,5 Stunden, sagen wir mal so. Da ging es nur rauf, rauf, rauf und ganz wenig runter. Also mehr rauf als runter. Wir sind jetzt im Etzelwang. Hallo! Servus! So, Pegnitz-Tal-Radweg und wir kommen von dahin, müssen wir da lang, Pegnitz-Radweg Richtung Nürnberg. Aber der Grottenradweg hat uns richtig kaputt gemacht und ich glaube, wir machen am Hersbrucker Bahnhof Schluss, weil da haben wir noch über 35 Kilometer oder so bis nach Nürnberg und der Grottenradweg ist richtig heftig. Kurz vor Hersbruck an der Harburger Baggersee, ne? Baggersee, genau, das ist der Abfluss. Ja, ja.
Die Pegnitz. Hersbruck. Also Gasthof Schwarzer Adler in Hersbruck, top. Beim Nesch gab es das Schweinebraten, bei mir gab es das Sauerbraten. Oh, jetzt sind wir gut gestärkt, jetzt fahren wir zum Bahnhof. Und das ist also so eine Betten-Bike-Geschichte. Da gibt es ein Fremdenzimmer. Also radfahrerfreundlich. Genau, ja. Ja. Also was das Essen betrifft, zum sehr Empfehlen. Super, ja. Also richtig super, ja. Fränkisch gut halt, ne? So, wir sind jetzt am Bahnhof Hersbruck, links der Pegnitz. Und hier endet unsere kleine Wochenendreise. Genau. Wir fahren jetzt nach Hause, nach Nürnberg. Also, wir fahren jetzt mit dem Zug nach Nürnberg, weil es ist sowieso dunkel, kann man auch nichts filmen. Man erkennt nichts. Ja. Ich denke, sind wir oft gefahren, außerdem haben wir jetzt keine Lust gehabt, nochmal die 30 Kilometer zu fahren. Dadurch, dass wir am Grottenradweg so. Ja, da sind wir, haben wir uns richtig kaputt gefahren. Alle Körner verschossen. Sozusagen. Ja, also, liebe Radfreunde, liebe Abonnenten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ade. Ade.